Wie hast du die Trennung zwischen Meek und Nicki Minaj miterlebt? Also letztes Jahr war ich in L.A. bei Nicki Minaj im Studio und dann habe ich halt mit Mill geschrieben, ey, ich bin gerade hier bei Nicki, kommst du auch noch vorbei? Da meinte er halt, ja, ich komme vielleicht, aber ist natürlich nicht gekommen. Lass uns noch ein bisschen über Bushido reden, und zwar, was waren denn seine Vorgaben, so, was die Beats angeht? Gar keine. Oft ist halt auch Shindy halt mit Samples gekommen, wir haben das gehört, geflippt und dann die Drums dazu gemacht, aber das Album ist schon eher düster geworden. Yes, Freunde, herzlich willkommen auf hiphop.de. Ich sitze hier immer noch mit OZ. Ja, wie geht's dir? Alles gut? Super Beat geworden, alles perfekt, die Stimmung ist... Die jetzt gerade zum ersten Mal reingeschaut haben, so, und gar nicht wissen, was abgeht. So, wir haben eine Folge Do or Die abgedreht, die in den letzten Tagen online gegangen ist. So, da haben wir zusammen einen Beat gebaut. From the scratch, wie man so schön sagt. Also von Anfang an, von Beginn an, zieht euch das auf jeden Fall rein. Und wir werden jetzt so ein bisschen darüber reden. Also guck mal, ich habe gesehen, es gibt ein Toxic Drift Interview mit dir vom Open Air Frauenfeld 2015, das wirklich perfekt ist. Ja. Da redest du wirklich über alles. Du redest darüber, wie du angefangen hast, Beats zu bauen. Du redest darüber, wie es ist, mit Ray Schremmert und mit French Montana im Studio zu chillen. Ja. Was sagst du noch? Du erzählst einfach alles. So, Toxic hat dich eine halbe Stunde lang über alle Themen gefragt, so, die es genau, gibt. Ja. Deswegen, ich will das Interview nicht wiederholen. Ja. So, ich will einfach an dem Zeitpunkt anknüpfen. Das heißt, für euch da draußen, so, wenn ihr euch interessiert, wie OZ angefangen hat, Beat zu bauen und so weiter, zieht euch das Interview rein. Ich werde es euch jetzt gleich irgendwo nochmal verlinken. Und wir knüpfen da einfach an. Ja. So, lass uns erstmal kurz drüber reden. Wo sind wir hier gerade? In Stuttgart? Wir sind hier in Leonberg bei Studio 7. Das Studio gehört Remo. Und, ja. Kennt man den? Ja, man kennt ihn auch von einigen Songs wie Vier Ziffern und Alles für die Fame. Fam? Wie heißt dieser Song, den ich so krass feier? Fokus. Der ist mein Liebling, ja. Also auch der, glaube ich, der Liebling ist auch witzig, weil er gerade hinter der Kamera sitzt. Deswegen habe ich den auch so blöd gefragt. Aber bist du nicht auch der Lieblings-R&B-Sänger von Kool Savas? Ja, ne? Also Prominenz im Studio hier. Ja, genau. Was machst du hier? Also du kommst normalerweise aus Zürich? Genau, ich komme zum Teil hier hin und treffe mich halt mit Remo, oder Nico ist auch von hier, Nico Chiara, und Shindy ist auch von der Umgebung. Zum Teil kommen wir hin, chillen einfach, und morgen bin ich bei einem Beat Battle und Workshop, und deswegen bin ich heute gekommen und mache noch das Interview mit dir. Stuttgart entpuppt sich ja immer mehr so als neue Rap-Metropole. Ja. Shindy kommt aus Bietigheim, Bissingen, so, ne? Ich glaube, ja. Aus dem gleichen Ort, soweit ich weiß, kommt auch Bowser, aus dem gleichen Ort kommt Rin. Ja. Lucky Lux kommt daher, Cass, so, sind zwar noch Newcomer, die kennt man noch nicht so, hat man noch nicht so auf dem Schirm, aber ne, so, das wird auf jeden Fall hier zur neuen Rap-Metropole, habe ich so das Gefühl. Ja, ich hoffe, also Stuttgart war ja immer so halt die Hip-Hop-Stadt, aus Deutschland, glaube ich. So von früher, ja, und dann kam Berlin, ja, und dann, genau. Und jetzt, also ich finde, vom Style her ist Stuttgart schon jetzt besser als andere Städte. Also sind schon besser. Was hat sich bei dir getan so in den letzten 18 Monaten seit dem Toxic Drift Interview auf dem Open Air Frauenfeld? Einiges. Ich hatte ja einige Placements. Also damals, wo ich noch bei Toxic war, habe ich noch einen normalen Beruf ausgeübt. Also ich war Verkäufer. Mhm. Und seit letztes Jahr bin ich halt Vollzeitproduzent. Ich hatte einige Placements. Ich war Grammy nominiert. Ich bin fünffach Platin gegangen mit einem Song. Und also nicht welcher, welcher war das? Das war auf Drake Album bei Views. You With Me habe ich mitgearbeitet. Mhm. Und für Leute, die halt nicht wissen, was ich gemacht habe, viele sagen ja auch, ja, der verdient gar nicht, der hat wahrscheinlich nur die Clap gemacht, weil es steht halt, im Booklet steht Additional Production. Das heißt halt nicht co-produziert, sondern einfach so danach noch irgendwas gemacht. Aber eigentlich, wenn ich den Song so im Nachhinein gehört habe, die haben einfach beim ersten Beat die Melodien von uns genommen und auch diese Stimmen und so, was im Hintergrund ist. Mhm. Und das habe ich mit Winers zusammen gemacht. Mhm. Und ja. Das denkt man auch voll oft. Ich habe das schon voll oft gelesen über Kubi zum Beispiel. Die ja auch ähnlich wie du, geile Platzierungen, und waren ja auch auf dem Drake-Album zum Beispiel. Ja. Und da hört man auch immer wieder, beziehungsweise liest man so, ja, die haben noch gar nichts gemacht. So, wenn überhaupt, haben sie eine Hi-Hat gesetzt oder so. Also ich kenne die ja auch persönlich, und ich weiß, dass, also eigentlich müsste es stehen, produziert von Q-Beats und co-produziert von den Leuten, die halt die Drums machen, weil Q-Beats sind halt sind zwei Produzenten, die, also zwei Brüder, und die machen halt, so wie wir heute die Samples gespielt haben, machen die das auch. Also ich bin auch sehr, sehr krass inspiriert von denen und habe auch viel von denen gelernt, aber die machen halt die Melodien, und das macht es halt aus, wenn zum Beispiel, wenn man den Song Dead Part hört von Kanye West und Schoolboy Q, ja. Da ist die Melodie brutal.
Also ja. Young Exclusive hat dann noch die Drums gemacht, aber ich würde sagen, meiner Meinung nach, der größte Teil, also den größten Teil hat Qubits halt gemacht. Hängt es dann damit zusammen, dass sie einfach nicht so bekannt sind, dass sie nicht so die Kontakte haben, dass sie dann eher als Co-Producer genannt werden? Ja, halt, die arbeiten zum Beispiel mit Metro Boomin und Metro Boomin bekommt die Melodien von denen und der macht dann die Drums und der kennt ja alle Rapper und der schickt sie an Future und keine Ahnung wen und ja, dann ist halt klar, jeder denkt, jeder hört Metro Boomin Tag und mhm. denkt halt, Metro Boomin hat den Beat gemacht. Und Qubits wird halt leider hört man das nicht so oft und die Leute denken dann, okay, Metro Boomin hat den Beat gemacht. Ist es mittlerweile gang und gäbe so, dass man mehr kooperiert zwischen Produzenten oder? Also wenn ich mir mal so zurückdenke, so ich weiß nicht, wie das früher in Amerika war, aber in Deutschland ist es ja eigentlich so Standard, dass ein Produzent eigentlich ist so. Und ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Jahren kamen diese Kooperationen irgendwie, weißt du, wurden so ein bisschen, kam zum Tragen so. Und ist das einfach der Trend, der so dahin geht, dass man jetzt Beats mittlerweile zusammenbaut, übers Internet verschickt und so weiter? Oder wie würdest du das denn einschätzen? Ja, man kann halt Co-Productions halt auch gut mit Beat-Blockaden so auffrischen halt, weil wenn ich jetzt Beatblockaden habe, dann schreibe ich zum Beispiel keine Ahnung, Qubits an und sage, ey, habt ihr ein paar Melodien, weil ich krieg momentan nichts hin und die schicken dann halt, was die haben und dann mache ich halt ein Beat, aber das ist natürlich auch sehr exklusiv, ne? Also die schicken ja nicht einfach jedem so. Nee, die schicken schon nicht jedem, aber wie gesagt, Co-Production ist halt besser, weil wenn ich und du jetzt ein Beat machen, du kennst Rapper, ich kenn Rapper, wir machen ein Beat zusammen, dann ist die wahrscheinlich größer, dass dieser Beat platziert wird, weil du vermittelst den Beat, ich vermittle den Beat und dann irgendwann rufst du mich an oder ich dich und sag, ey, keine Ahnung, Rick Ross hat den Beat genommen. So halt, ja. Also ich habe hier auf meinem Zettel stehen, so bei ein paar Sachen, die jetzt in den letzten 18 Monaten passiert sind, dass du einmal geheiratet hast. Ja. Hat sich privat einiges verändert bei dir? Ja, also damals, ich bin auch mit meiner jetzigen Frau schon sehr, sehr lange zusammen und ja, wir haben jetzt kürzlich geheiratet, wir wohnen auch zusammen. Und ja, das ändert schon einiges. Ja, aber sie kennt ja meinen Lifestyle sozusagen, dass ich Musik mache. Und sie ist auch von Anfang an immer dabei gewesen. Und deswegen hat sie sich auch mit den Jahren so angepasst. Deswegen weiß sie halt, wenn ich jetzt Beats mache, dann mache ich Beats. Ja. Und die Frage aller Eltern, aller Großmütter, so wann kommt das Kind? Ja, damit warten wir noch. Ja. Ja, okay. Du hast ein Studio in deinem Haus. Ja. Wie hat sich dadurch deine ganze... Dein Werdegang sozusagen verändert? Also wie machst du jetzt mittlerweile Musik? Hat sich das irgendwie verändert, dass du jetzt quasi so ein ganzes Studio zu Hause hast? Oder brauchst du sowieso nur einen Laptop und MIDI-Keyboard vielleicht und hat sich dadurch gar nichts verändert? Also ich habe ja bis jetzt immer zu Hause gearbeitet. Ich habe mal versucht, ein Studio zu mieten, habe es auch 2-3 Monate gemacht, aber ich habe gemerkt, da habe ich einfach keine Inspiration. Also ich kann nicht in einem anderen Raum sein, wo nichts, also mein Zuhause ist und Beats machen. Also in Amiland, okay, geht's, weil da muss ich halt unter Zeitdruck und unter Druck arbeiten. Aber sonst, zu Hause ist einfach am besten. Also auch wenn ich jetzt, hier bräuchte ich auch nur meinen Laptop und ich könnte dir ein Beat machen. Aber zu Hause habe ich es halt so eingerichtet, dass ich mich auch wohlfühle, so mit Pflanzen, verschiedene Keyboards und geil eingerichtet, so wie hier jetzt ungefähr. Und dann fühlt man sich natürlich wohler und macht dann um einiges bessere Musik. Ja. Ich habe als nächsten Punkt hier stehen Nico Chiara gesigned. Ja. Den hast du ja auch schon angesprochen. So, der hat zum Beispiel sehr viel mit Flair jetzt in letzter Zeit gemacht. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich kannte Nico auch von damals, von DJ-Zeiten. Also ich war damals so DJ. Mein Name war DJ Lady Killer. Ach Mann, ey, guck mal. Bitte. Jetzt musst du auch meine allerletzte Frage vorlesen. Hier. Abschließend möchte ich das Interview mit der Frage, warum du nicht unter deinem früheren DJ Lady Killer. Nee. Geil. Hast du mir meine Pointe am Ende weggenommen? Ja. DJ Lady Killer. Ja, geil. Also ich kenne ihn schon von damals und dann habe ich den Kontakt verloren, weil ich war so der Überking bei den DJs. Also ich habe auch Turniere gewonnen und so. Und ich war so ein bisschen eine Legende und den Remo kannte ich auch von da. Also er war auch DJ. Also wir waren eigentlich alle DJs, so sind wir auch zu der Musik gekommen. Und Nico habe ich dann kennengelernt da und irgendwann später bin ich hier in Stuttgart gewesen und dann hat er mir wieder Nico vorgestellt. Dann habe ich mich so ein bisschen so ungefähr dran erinnert und seitdem haben wir auch Kontakt, ja. Und seit wann ist er dein Signing? Wie hat sich das rausgestellt? Also hat er unabhängig von dir Beats gemacht oder kam er durch dich erst dazu?
Nee, er hat unabhängig davon Beats gemacht. Ich wusste auch am Anfang gar nicht, dass er Beats macht. Also Remo hat mir oft gesagt, ey, er macht auch Beats, aber ich habe das halt nicht so ernst genommen. Ich dachte, okay, er macht einfach so halt Beats, weil da hat er, glaube ich, noch nicht mit Flair gearbeitet. Und dann irgendwann habe ich ein paar Sachen gehört und habe es geil gefunden. Auch als Mensch ist er auch ein guter Typ. Und deswegen dachte ich, okay, ich würde halt ihm auch international gerne helfen. Weil es hilft mir auch im Endeffekt auch, weil wir arbeiten ja zusammen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du jemanden signst? Also, was bedeutet das genau? Ich habe zum Beispiel Nizi on the Track auch gesigned. Der hatte noch gar keine Platzierungen, aber ich habe halt das Talent in ihm gesehen, dass er ein guter Produzent ist und er war auch 15 erst. Und dann haben wir, ist er zu mir gekommen, haben Beats gemacht, habe geguckt, wie er arbeitet und dann haben wir einfach, also was man darunter verstehen kann, ich arbeite einfach mit den Leuten zusammen und versuche mit meinen Connections eine Platzierung zu machen, was für mich gut ist, weil ich habe ja auch eine Platzierung im Endeffekt und plus halt mein Signing hat dann auch seine Referenzen dann, wo er dann aufbauen kann. Und er hatte auch auf, also mit mir zusammen war er auch auf Travis Scott Album. Dass mittlerweile Gold gegangen ist. Ich habe jetzt auch meine Schlauliste hier, so jetzt kann ich auch ablesen. Von Do or Die Folge wusste ich es nicht genau. Du bist auf jeden Fall seit dem Toxic-Interview bist du Gold mit Travis Scott, mit Meek Mill, mit Jeremiah, mit Logic gegangen und Platin mit G-Eazy. Drake dann natürlich auch. So, ja, wie fühlst du dich, Alter? Guck mal, ich habe das auch schon in WhatsApp vorhin geschrieben. So, du bist mittlerweile, ich habe das Gefühl, nicht nur das Gefühl, es ist so. Ich habe nach Fanfragen für dich gefragt, weißt du, und du hast einfach, da kam viel mehr Resonanz als bei verschiedenen Rappern so. Also du bist eigentlich mehr Star als Rapper, so, als manche Rapper, so. Okay. Wie fühlst du dich denn damit? Also, bist du Ja. dann so auf dem Boden geblieben oder denkst du so, boah, scheiße, ich bin der Geilste? Nee, also ich weiß schon, dass ich gute Beats habe und so, aber ich realisiere das auch nicht so krass, dass ich jetzt wirklich so ein Superstar bin wie Metro Boomin oder so. Aber hier in Deutschland sehe ich schon, dass sehr viele so auf mich hinaufschauen. So halt, die denken, okay, krass, der hat es uns bewiesen, dass es auch aus Deutschland oder aus der Schweiz aus klappt international und so halt erkennen die Leute mich auch durch Shindy, erkennen die mich die Leute halt, die wissen, dass ich den Rolly Beat gemacht habe oder wie halt Shindy mich halt immer in den Interviews mit OZ anspricht. So erkennen die Leute mich halt und ja, ist halt schon geil, aber ich bin schon immer noch auf dem Boden geblieben. Beim Thema Meek muss ich natürlich kurz ansprechen, so weil du ihn ja auch persönlich kennst. Wie hast du die Trennung zwischen Meek und Nicki Minaj miterlebt? Ich habe das gar nicht miterlebt, sozusagen. Ich war damals, also letztes Jahr war ich in LA bei Nicki Minaj im Studio und da wusste ich, die wollte kommen. Und dann habe ich halt Meek Mill geschrieben, ey, ich bin gerade hier bei Nicki, kommst du auch noch vorbei? Da meinte er halt, ja, ich komme vielleicht, aber ist natürlich nicht gekommen. Aber da waren die eigentlich gut miteinander. Aber sonst, er hat sich nicht ausgeweint bei mir. Aber ich meine, so aus den Medien auch, weißt du, wenn man jemanden so persönlich kennt, ich meine, das war ja voll die Schlammschlacht und so, Ja. beziehungsweise ist es immer noch, aber wenn man das so aus den Medien verfolgt, da hat man ja so eine Distanz. Wenn man aber die Leute vielleicht persönlich kennt, ist es ja wieder was anderes so. Also, Interessiert dich das überhaupt nicht so, Gossip oder? erstens, also es ist schon spannend mitzugucken, aber interessiert mich nicht so groß und ja, ich habe schon mitbekommen, ist schade für ihn, weil er hat ja schon Beef gehabt mit Drake, jetzt mit Nicki Minaj so ein bisschen und Nicki Minaj war so halt die Frau, die ihn noch so ein bisschen so gehalten hat, dass er noch, glaube ich, Erfolg hat so. Aber ich hoffe, ich täusche mich. Also ich hoffe nicht, dass es jetzt bergab geht, weil ich glaube, die haben ja sich getrennt wegen Cheat, also er hat sie betrogen, glaube ich. Und wenn das ihre Fans dann mitkriegen, dann bombardieren die natürlich auch ihn auf der Homepage und dann noch Drake-Fans und dann ist halt. Von beiden Seiten. Wobei man Ja. sagt, es gibt keine schlechte Promo. So, Promo ist Promo, bringt Promos, eigentlich ja. jedem Künstler was, sagt man Ja. ja immer so. Wird sich zeigen. Kannst du dich sonst noch daran erinnern, für wen du Beats gebaut hast in der Zeit, Nach. seit dem Ah, okay. Toxic-Interview? Ja, also nach dem Toxic-Interview kam ja dieser G-Eazy-Song. Dann Travis Scott Album hatte ich zwei Beats drauf, dann auf dem Logic Album. Nee, Logic war vorher, glaube ich. Meek Mill hat ja auch ein Tape rausgehauen, wo ich auch wieder zwei Beats drauf hatte. Dann Black, so Newcomer. Mit der 6, ne? Genau. Okay. Dann mit Gucci Mane und Bryson Tiller. Dann Drake Views kam raus. Ja, dann Kid Ink, noch so halt. Paar Leute noch, aber ich kann mich jetzt nicht mehr groß erinnern.
Wir haben heute den 17. März, so morgen erscheint das neue Drake Playlist, also nicht Album, sondern die Drake Playlist, More Life. Mhm. So, bist du da auch wieder platziert? Ich glaube weniger. Also nachdem dieses Interview draußen ist, dann wahrscheinlich wissen die Leute, ob ich drauf bin oder nicht. Aber jetzt in diesem Stand glaube ich nicht, weil viele Leute, die ich kenne, sind schon benachrichtigt worden, dass sie drauf sind. Aber bei mir kam nichts. Aber bei Views war das halt auch 2 Tage davor. Deswegen, ich gebe halt nicht auf. Also morgen kommt das Album, aber ich schicke immer noch Beats. Also ich werde diesen Beat auch noch schicken. Ich bin gespannt, Alter. Ja. Wenn das passt, ey. Unglaublich. Ja. Aber es ist komisch, ne? Dass bei so einem Profi eigentlich, bei so einem Superstar, dass man ein Album, also einen Tag vorher, dass das Album scheinbar noch nicht steht. Ja. Das ist echt seltsam, ne? Ja, der hatte auch oft das Album verschoben, also die Playlist. Und er ist halt, es kommt ja auch nur digital raus. Und vor die sein Ingenieur und Produzent, der mischt das Album zum, also am letzten Tag noch. So. Und deswegen gibt's, gut, es ist halt schwieriger, wenn ich jetzt morgen ein Beat schicke, dass er noch einen Text macht, aufnimmt und dann noch etc. etc. Also ist nicht so wahrscheinlich, aber ich weiß, dass er 2, 3 Beats richtig krass feiert, wo wir auch die Spuren geschickt haben. Mhm. Und ob was wird, ich lasse mich mal überraschen. Gibt es irgendeinen Rapper, der dich absolut überrascht hat, so welchen Beat er gepickt hat? Ja, das war bei Sick, also Black, war, wo ich gedacht habe, okay, krass. Und damals bei Fabulous und French Montana. Ich habe mir das Interview mit Toxic gestern nochmal reingezogen und ich habe mir den Song nochmal angehört. Wie hieß der? Ball Drop oder so? Mhm. Genau. Dachte ich auch so, das ist ein sehr ungewöhnlicher Beat eigentlich. Ja. So, ne? Also es, ja, den Beat habe ich auch 2012 gemacht. Und ich habe so krasse Beats abgespielt und die meinten immer, cool, cool, tu das auf die Seite, tu das auf die Seite. Dabei Ball Drop habe ich Play gemacht und gleich schon den nächsten abgespielt und der meinte so, Fabulous meinte, ey, geh mal zurück. Ich dachte mir, hä? Ich spiel das ab. Und dann wurde halt dieser Beat gepickt. Okay, lass uns so ein bisschen über Shindy sprechen und sein Album Dreams, ja, an dem du als Produzent ja sehr stark beteiligt warst. Ja. Ich habe gesehen, du warst bis aufs Intro eigentlich an jedem Song beteiligt? Bis auf den Song mit Ali Boumei war ich auch nicht mit dabei. Aber ansonsten habe ich schon groß mitgewirkt, ja. Wie lief die Produktion ab? Also wie lief die Arbeit an dem Album ab? Ich habe einige Beats alleine zu Hause gemacht, wie zum Beispiel Halleluja, Rowley, Art of War habe ich mit Nico gemacht. Er hat mir die Melodie geschickt gehabt und ich habe das in L.A. dann gemacht. Mhm. Also viele Beats habe ich auch in L.A. gemacht. Aber ansonsten wurden wir halt eingeladen nach Berlin und waren dann einfach im Studio. Dann hat Joker F oder Bizarre, Grüße noch an die zwei, oder Nico Santos hat, haben Melodien gespielt und dann habe ich halt die Drums gemacht, so wie heute. Shindy ist ja auch selbst ein richtig krasser Produzent. Ja. Macht das die Zusammenarbeit mit ihm dann schwieriger für dich? Nee, also ich habe Gott sei Dank das Glück, dass er halt vieles feiert, was ich mache. Also er gibt mir eine Melodie. Wenn er die Melodie schon feiert, dann ist für mich eigentlich nur noch einfach, so die Drums zu machen. Mhm. Und er feiert halt schon vieles, was ich mache. Er weiß auch, dass meine Soundauswahl immer gut ist. Und deswegen ist nicht so eine krasse Challenge. Es gibt ja auch Leute, die dann erstmal, die vielleicht so eine Idee haben im Kopf, die das dann beschreiben, ja, und dann lieferst du denen was ab und dann sagen sie, ja nee, so nicht, ich will es gerne so, und dann lieferst du denen nochmal irgendwas ab so und dann passt es immer noch nicht, weißt du, dann so. Also wenn die Leute zu festgefahren sind und an der Idee so festhalten, die sie vorher hatten, dann kann es ja sehr schwierig sein. Ja. Und gerade wenn jemand irgendwie Produzent ist oder so, dann stelle ich mir das schwierig vor. So. Das war bei euch gar nicht so? Also bei euch hat die Chemie von Anfang an gepasst? Also die Chemie hat schon gepasst, aber es gab schon 1, 2 Songs, wo er gesagt hat, mach mal die Drums so, habe ich gemacht. Dann war es trotzdem nicht so. Auch wenn es geil war, war es trotzdem nicht so, wie er sich das gedacht hat. Und dann habe ich es nochmal gemacht und dann im Endeffekt haben die, glaube ich, nur die 808s von mir behalten. Und die Drums hat er dann selber gemacht. Also er hat schon den Sound im Kopf, aber meistens zu 90% treffe ich auch diesen Sound so. Bist du dann gekränkt? Nee, also wenn ich weiß, er hat schon vieles andere schon genommen, mache ich mir nicht so den Kopf so, ey, ich werde, glaube ich, nie wieder mit Shindy arbeiten oder er mag mich nicht mehr. Es ist nicht so. Also Geschmäcker sind halt verschieden. Ja, also man merkt, dass du selbstsicher bist, weißt du, und ja, man merkt, dass du schon ein paar Platin-Alben hast. Ja. Wie würdest du Shindy selbst als Musiker und als Mensch beschreiben? Also Shindy ist sehr ein korrekter Typ. Also wir sind auch nicht mehr einfach auf musikalischem Bereich in Kontakt.
sondern sind halt auch gute Freunde. Wir schreiben auch einfach so halt so, ey, wie geht's dir, was geht, wie geht's dir in LA und so. Als Mensch super Typ, künstlerisch auch Perfektionist und das mag ich halt. Und ich finde halt immer noch, er ist der Beste halt in Deutschland, meiner Meinung nach. Wie zufrieden bist du mit dem Album selbst und wie es bei den Leuten ankam? Für mich, es gab vielleicht ein, zwei Beats, die ich nicht so geil fand, halt, weil ich die Melodien nicht selbst aussuchen konnte. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel Statements. Fand ich die Melodie halt nicht so geil, aber Shindy hat es richtig gefeiert. Und das ist ja im Endeffekt auch das Wichtige. Und ich habe halt bei den Drums mein Bestes gegeben und auch so gemacht, wie er sich das vorgestellt hat. Aber ansonsten, das Album. Ich finde es übertrieben geil. Auch im Nachhinein, wenn ich jetzt zum Beispiel Halleluja höre, kann ich mir schwer vorstellen, dass in Deutschland noch irgendjemand so einen Song machen wird oder auch so cool rüberbringt. So, es ist halt bis nicht kitschig, sondern es ist schon gewagt so mit den Texten, aber ich glaube nicht, dass jemand auch so cool rüberbringen kann, wie Shindy und Rin das gemacht haben auf diesem Song. Und ansonsten, das Album ist schon eigentlich auch mehr basiert auf seinem Style. Mit Soul Samples haben wir viel gearbeitet. Dann so Rolly Style haben wir gemacht bei Art of War. Und ich finde, es ist schon, es deckt viele Fans ab, aber es gab halt viel Hate leider. Auch weil die Musik bei manchen nicht ankam. Die dachten, okay, das ist nicht mehr Shindy, etc., etc. Aber ich finde nicht. Also für mich persönlich übertrieben geiles Album. Was wurde da genau bemängelt? Also seine, also die Beats oder seine Themenauswahl oder seine Stimmlage oder was wurde da, was war Also so bei der den, größte Kritikpunkt? also was ich so gesehen habe, ist halt bei den Beats haben die halt rumgemeckert, so es ist nicht mehr wie früher und so. Aber es ist ja genau gleich. Wir haben theoretisch eigentlich gleich alles übernommen. So, wir suchen jetzt Soul Samples, wie zum Beispiel bei Venedig oder so solche Sachen. Und ich glaube, die haben halt vieles so wie bei Rolly erwartet. Also die dachten vielleicht, es kommen nur noch so Rolly Beats und das war schon krass. Also mit Rolly haben wir schon ein Level gesetzt und das müssten wir halt behalten. Aber trotzdem mussten wir halt Leute auch abdecken, die Shindy feiern wegen Soul-Songs. Und Ja, Rowley war auch als erste Single vielleicht so ein bisschen auch irrtümlich oder irreführend, weißt du, weil das war vielleicht auch eine Ecke härter als das ganze Album an sich dann. Ja, vielleicht hat das auch die Leute so gestört. also ich glaube, bei Rolly hat er schon, also gab es riesen Hype, weil der Song ist wirklich übertrieben krass. Und der Beat, also ich habe selten so einen krassen Beat gemacht. Und ja, die Leute haben halt erwartet, dass das ganze Album so wird. Aber das wäre halt natürlich 16 Mal Rowley, wäre halt natürlich auch Kacke. So. Und die Leute finden ja eh alles scheiße, so, weißt du? Wenn ihr das Album jetzt genauso gemacht hättet wie die letzten Alben so, dann hätten alle gesagt, jo, da verändert sich nicht weiter, so, da bleibt stehen, wo er ist und so, ne? Keine Weiterentwicklung. Jetzt habt ihr es anders gemacht, jetzt sagen die Leute, ja, wir wollen es aber wieder wie früher. Man kann es den Leuten eh nie recht machen, so, weißt du? Also, von daher, egal wie ihr es gemacht hättet, es wäre immer falsch gewesen, wahrscheinlich. Ja, ist dir selbst mal in den Sinn gekommen, zu rappen? Nee, also ich würde schon gerne rappen, aber es macht keinen Sinn, weil es passt nicht. Aber ich mache Was gerne, passt nicht? also meine Stimme passt nicht, ich kann nicht rappen, ich kann nicht schreiben. Ich bräuchte wirklich einen Ghostwriter, Remo oder so oder Shindy und dann noch meine Stimme bearbeiten. Mein Dialekt ist sowieso so Schweizer Dialekt, irgendwas und deswegen nee. Aber du bist ein begnadeter Sänger, wie ich gesehen habe hier und Ja, da auch. singen tue ich gerne, also ich mache gerne Toplines. Halt, ich habe auch mal einen Song rausgehauen, der hieß Perfect Vibe. Das habe ich vor 2 Jahren rausgehauen. Ist auch wieder ohne Sinn. Kein Text, gar nicht, aber ich mache halt gerne Melodien mit meiner Stimme. Und die kann man ja auch bearbeiten bis zum geht nicht mehr so. Also man kann alles machen, ja. Genau. Genau, hier und da kann man die Kritik lesen im Internet, dass das Album von Shindy, das neue Album, ein bisschen zu sehr an Drake Sound orientiert ist. So, war Drake für euch da irgendwie ein Vorbild oder ist das einfach Quatsch, weil moderner Rap einfach so klingt? Wie würdest du das einschätzen so? Ja, ich wäre jetzt so eine Zusammenfassung dazu zu sagen, aber ich verstehe die Leute nicht. Also der Aria, Aria heißt er, ne? Oder Arian. Aria. Aria. Der hat ja immer so einen Hate gegen Shindy. Und das habe ich eh sowieso, das hat mich sogar persönlich aufgeregt, weil er hat ja zum Beispiel bei Heartbreak Hotel Song, hat er ja gesagt, das ist basiert auf Kanye West Album.
aber wie kann ein Song auf einem Album basiert sein? Und dann höre ich mir das Album an und es passt nicht. Also wenn jemand mit einem Argument kommt, wie zum Beispiel sowas halt, dann kann ich das nicht ernst nehmen. Wenn er sagt, ey, dieser Beat ist genau gleich wie Know Yourself von Drake, dann okay, dann kann sein. Aber in meinen Augen gab es keinen Beat, der so halt wirklich Drake-orientiert war, außer vielleicht Intro, weil es rückwärts ist und hochgepitcht. Aber das macht man halt. Das mache ich hier auch. Also ich arbeite ja mit den Amis und ich versuche ja auch Drake-Platzierung zu machen oder mit Mick Mill oder Chris Brown, was auch immer. Und das ist halt der Trend. Ich mache meine Drums so und wenn es dann nach Drake klingt, es klingt ja nicht mal nach Drake, aber es klingt, als hätte Drake das auch genommen. Und deswegen kopieren, also sagen, ich stempel die das gleich ab mit, das ist Drake-Kopie, aber ist es nicht. Also ich kann dafür Aria nicht sprechen, so ich weiß auch nicht. Ja, klar, ich habe das mitbekommen und alleine mit diesen, halt mit diesen, wie sagt man, mit diesen Argumenten hat er halt gesagt, das geht gar nicht und so. Und das habe ich nicht verstanden. Vielleicht diskutiert ihr das auf dem Open Air Frauenfeld aus, vor der Kamera. Ja. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, ich kann dafür Aria nicht sprechen. Aber bleiben wir bei EGJ. In genau 50 Minuten erscheint die neue Single von Bushido. Okay. Fallout, glaube ich, heißt sie. Ja. Und die hast du produziert? Nicht alleine, also ich habe die Melodie bekommen von, also die war in der Dropbox. Und dann haben die gesagt... Mit wem sharest du die Dropbox? Wir alle. Was heißt alle wir? Also Shindy, Bushido, okay. Bizarre, Joker F, Nico Santos. Und ich habe die Melodie bekommen, die haben gesagt, mach mal Drums drauf. Und dann habe ich den Anfang ein bisschen slower gemacht. Die Melodien, also ich habe die Melodie nicht so beibehalten, sondern habe noch Halftime gemacht, also dass sie noch langsamer ist. Dann die ersten Drums gemacht. Und dann, wo Bushido dann richtig anfängt zu rappen, habe ich halt so ein bisschen Bushido-Style gemacht und die originale Melodie dann beibehalten. Was heißt ein bisschen Bushido-Style? Ja, ich denke da an orientalisches Sample so in die Richtung. Geht das schon so? Oder? Also auf dem Album gibt es schon so orientalisch, also nicht orientalisch, aber so halt, es ist sehr düster auch. Aber es ist schon basiert auf Bushido-Style, so wie man Bushido kennt. Ich muss auch dazu sagen, Bushido hat so viele Alben rausgebracht und hat sich immer wieder irgendwie neu entwickelt, weißt du, neu erfunden. Deswegen, was genau ist der Bushido-Style, den du ansprichst? Ja, Bushido halt so 2007, so halt 2005 mit diesen klassischen Samples, wo man kennt, und er hat dann einfach die Drums gemacht. Wir haben das beibehalten, es gibt auch Songs, wo wir Melodien gemacht haben, und dann habe ich halt gefragt, ob Bushido jetzt die Drums machen könnte, weil diese Melodie ist halt, würde passen mit seinen Drums. Und dann hat sich auch Bushido an die Drums gesetzt und hat dann mit dem MPC die Drums eingespielt, was überkrass war. Und wie klingt das anders als deine Produktion? Inwiefern? Ja, bei ihm, ich weiß nicht, beim MPC ist, glaube ich, der Sound schon anders. Also ich könnte das niemals mit dem Klicken machen. Deswegen wollte ich, dass er das so einspielt. Beziehungsweise wir haben das alle so auch entschieden. Und dann hat er das eingespielt. Es klingt einfach härter. Ja. Aber ich habe halt, was ich mit meinem Bushido-Style meine, ist halt, ich habe jetzt nicht Trap-Snares genommen oder solche Sachen, sondern ich habe mit meinem Style so ein bisschen Rolly Art of War-Style mit seinen Sounds gemacht. Also ich habe so Snares gesucht, die vielleicht auch Bushido genommen hätte und so halt den Beat aufgebaut. Okay, ich verstehe. Also wie weit seid ihr mit dem Album bisher? Also das erscheint Anfang Mai? Ich glaube, da fehlen nur noch so 2-3 Songs. Anders als bei Drake? Anders als bei Drake, ja. Weil bei Bushido ist halt mit Platten und die machen ja auch CDs zum Album. Und bei Drake ist halt nur digital. Deswegen, die können auch noch die Playlist abändern. Also vor allem können sie auch sagen, jo, es erscheint sowieso erst nächste Woche, sorry. Ja, so halt, ja. Was ist deine Rolle in dieser ganzen Albumproduktion? Du bist als Produzent tätig, was noch? Also bist du vielleicht auch irgendwie beratend tätig oder wie würdest du deine Rolle beschreiben? Also klar, jeder hat seine Meinung im Team, also wo man sagen kann, ja, dieser Beat ist nicht geil oder das könnte man ändern, das könnte man ändern, aber ansonsten meine Rolle ist halt, krasse Beats machen und meistens bekomme ich auch Melodien, weil ich halt auch manchmal auch wenig Zeit habe oder nicht die Melodien hinkriege, die sie wollen. Und dann bekomme ich einfach die Melodien und ich mache dann den Rest. Du hast auch geschrieben, so dass Mask Off von Future glatt eine Bushido-Melodie sein könnte. Ja. Ja, inwiefern? Also warum? Ich weiß nicht, die Akkorde und die Melodien erinnern mich einfach an Bushido. Ja.
Du hast auch getwittert, dass es ein unglaubliches Gefühl ist, mit Bushido einen Beat zu bauen. Da musste ich auch so ein bisschen grinsen, weil mir überlegt, dass du mit French Montana im Studio warst, ne? Mit Nicki Minaj warst, mit, keine Ahnung, mit den ganzen Rappern, so mit Fabulous und so, mit, ja. Und dann sagst du, dass es ein unglaubliches Gefühl ist, mit Bushido im Studio zu sein, Beats zu bauen und so. Mhm. Dann, das hast du jetzt zum Teil auch erklärt, was die Magie dahinter ist. Ja. Aber vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassend erklären. So, was macht es aus, mit Bushido im Studio zu sein? Ja, ich kenne Bushido auch, seit ich Rap-Musik höre. So halt, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, mit Rap-Musik zu hören, aber so 2003, 2004 habe ich so mit Deutschrap auch angefangen. Und ich habe auch damals, wo ich DJ war, manchmal seine A Cappellas genommen von Endgegner und so. Und dann so meine Gegner, wir haben immer so Battles gemacht, DJ-Battles. Dann habe ich immer seine A Cappellas so reingebaut und so. Und plus zusätzlich auf das, 2012 habe ich mit Yoshimitsu Beats gemacht für Bushido. Also er hat mich gefragt, ey, willst du für Bushido was machen? Oder sollen wir was machen? Haben wir gemacht. Wir haben zwei Beats gemacht und ich habe immer gedacht, oh krass, Alter, ich bin so nervös. Ich muss jetzt eine Melodie machen, die ihm gefallen muss. So. Und dann wurde halt nichts daraus. Ich weiß nicht mal, also er hat mir im Nachhinein gesagt, er hat diese Beats noch nie gehört. Aber dann 5 Jahre später, ich bin bei ihm und mache sein Album so. Also ich bin beteiligt dabei und ja, ist schon krass. Er ist halt so, ich arbeite schon mit French Montana und so oder mit Chris Brown etc., aber die sind ja alle im Nachhinein gekommen. Bushido gab es da schon. Und das ist wie, wenn ich jetzt in Amerika mit Eminem im Studio wäre. So, auch wenn er nicht der top aktuellste Rapper ist, es ist einfach Eminem. Und in Deutschland ist einfach, es ist Bushido. So. Ja, ist auch krass, was der für eine Reichweite hat. So. Ja, immer noch so, nach 20 Jahren. So. Das ist ja heftig. Ja. Du hast DJ-Battles angesprochen. So. Ich habe jetzt gelesen, vor ein paar Tagen gab es irgendwie die Idee, dass Lex Luger für 100.000 Dollar ein Beat-Battle macht. Ich weiß nicht mehr mit wem, habe es jetzt vergessen. Vielleicht hast du es auf dem Schirm. Könntest du dir sowas vorstellen? So ein Beat-Battle auch vielleicht mit für Geld? Das Witzige ist, ich habe ja das auch mitbekommen mit Southside und Lex Luger. Ja, genau, Southside war es, ja. Und ich habe mal auch ein Foto gehabt, wo ich so 100.000 Bündel auch so an mein Ohr halte. So. Und ich wollte auch so provokant sein und sagen, ey, ich wollte das Bild posten eigentlich und schreiben, darf ich auch noch mitmachen, so. Aber da habe ich es nicht gemacht, nicht, dass sie das falsch verstehen und dann irgendwie, da gehe ich nach L.A. und werde erschossen oder so. Aber ich habe das mitbekommen und ich würde das natürlich nicht machen. Niemals. Weil ich könnte den krassen Beat abspielen, auf einmal, er spielt irgendwas ab, die Leute feiern ihn einfach und broke. So. Und deswegen. Und auch ohne Geld? Ohne Geld, ja. Also es gibt ja hier und da so, Roos moderiert das immer wieder in Stuttgart, das ist glaube ich sogar, da gibt es so Beat-Battles. Genau, da bin ich morgen. Ja. Ach so. Da bin ich in der Jury, aber. Ah, okay. Ja, okay, ich meine, das ist ja auch klar, du wirst ja nicht gegen No-Names so battlen, aber vielleicht kann man da mal was organisieren, dass du gegen, keine Ahnung, einen krassen Produzenten antrittst, ein Beat-Battle. Ja, könnte ich auch machen. Also wer die Eier hat und das sieht, meldet euch. Ja. Also ich habe mal in der Schweiz vor 5 Jahren an einem Battle mitgemacht und da habe ich auch gewonnen. Das glaube ich dir gerne, also, wenn man deine Beats kennt. Lass uns noch ein bisschen über Bushido reden, und zwar, was waren denn seine Vorgaben, so, was die Beats angeht? Gar keine. Also einfach gesagt, mach mal. So, mach mal. Ich habe Beats abgespielt, dann wusste ich, okay, was gefällt ihm eher weniger, und oft ist halt auch Shindy halt mit Samples gekommen, wir haben das gehört, geflippt und dann die Drums dazu gemacht, aber das Album ist schon eher düster geworden. Aber es hat auch so emotionale Songs auch, wo mir persönlich am meisten gefallen. Aber ansonsten ist halt schon viel Hardcore halt. Du hast davon geredet, dass er zusammen Beats gebaut hat. Gibt es auch Songs, die er komplett alleine produziert hat? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ein paar neue Beats gehört, weil ich war jetzt in der letzten Zeit nicht in Berlin. Aber ich glaube, da hat Bushido schon ein paar Sachen alleine auch gemacht. Ansonsten auch ein Gerücht ist, das im Internet kursiert, dass du Drake auf Bushidos Album geholt hast. Das war so witzig. Ich war live auf Instagram und dann kommt zum Teil halt auch Bushido und Shindy in meinen Chat dann und schreiben so lustige Sachen und dann hat irgendwann Bushido mal geschrieben, von wegen, ey, hast du Drake Feature jetzt klar gemacht? Dann habe ich ein Ja gesagt. So. Und so ist das entstanden, okay. Genau. Aber es könnte vielleicht wahr sein.
Ich will nicht also sagen. jetzt, ich wollte gerade sagen, wenn du so entstanden bist, dann weiß man, dann hat man jetzt die Antwort, aber dann machst du jetzt auch nur so. Also nee, man, kein Drake-Feature, Alter. Nee, nee. Also würde das, also hätte ich diese Macht, dann würde ich ein Album mit Drake machen, so. Aber, nee. Du hast bei Toxic im Interview damals erzählt, dass du einen Manager hast. Inwiefern nimmt dir das Arbeit ab, dass du dich nicht mehr um diesen Business-Part kümmern musst? Oder ist das auch mittlerweile wieder Geschichte? Nochmal die Frage. Ich habe jetzt gerade was anderes überlegt. Sorry. Du hast bei... ich war ganz so... So wie Huma, der ja, so ja. an Donuts denkt. Ja, okay, nochmal. Du hast bei Toxic im Interview erzählt, dass du einen Manager hast. Inwiefern nimmt dir das Arbeit ab? Schon viel. Also ich diskutiere halt mit niemandem über Preise. Sondern wenn jetzt ein Beat platziert ist, die ich meistens oft selber platziere, dann rufe ich meinen Manager an oder der kriegt dann die Anrufe. Also die fragen mich, wer ist dein Manager, ich sage den Namen und die kontaktieren ihn gleich. Und der macht den Rest. Also ist schon einfacher. Ich und Cubis haben, ich habe auch Cubis meinen Manager vermittelt und die haben jetzt auch, wir haben den gleichen Manager. Mhm. Ja. Das nimmt wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit ab sozusagen, auch lässt ja so ein bisschen Raum für diesen kreativen Part. Ja, genau, dass du keine Kopfschmerzen hast von wegen Rechnung schreiben und sowas. Genau. Also Rechnungen macht dann mein Anwalt dann. Mhm. Aber die Preise verhandelt er. Er schickt auch Beats rum und macht meine Meetings und so. Alles klar halt. Wie wichtig ist es, so einen Rücken zu haben? Also mit Anwalt und Manager? Ist das wichtig? Ja. Also man wird versucht oft abgezockt zu werden. So Prozente. Nee, wir geben dir nur so viel Geld. Dies, das. Aber der von Rappern oder von Managern? Von Managern oder vom Verlag selber. Also wenn du jetzt bei Sony bist, die versuchen halt das Budget so tief zu halten wie möglich. Und dann kommt mein Anwalt oder mein Manager und sagt, ey, das so sind die Preise. Wir können uns in der Mitte treffen, aber nicht so tief halt. Hat er auch eine Vollmacht? Also kann er dann auch wirklich für dich entscheiden? Oder schlägst du dir dann hinterher so? Die fragen mich schon immer. Ja? Okay. Die fragen mich immer. Wie siehst du das? Sollen wir akzeptieren? Oder dann sage ich, nee, kämpft weiter und die gehen dann wieder in den Krieg. So, ja. Ja, okay. Nicht, dass du irgendwie die Hände so mit dem Kopf zusammenschlägst, weil er so ein riesen Placement irgendwie... Ja, okay. Genau, lass uns auch ein bisschen so über dich sprechen. Wir haben jetzt über Shinny gesprochen, über Bushido gesprochen und so weiter, aber viele Fragen sind noch offen, so was dich angeht. So. Mit welcher Soft- und Hardware arbeitest du gerade am liebsten? Also den Beat haben wir jetzt gebaut mit Fruity Loops. Ja, Fruity Loops 11 und... Ja, das ist meine Software, die ich immer verwende. Plugins und so? Arbeitest du auch mit extra Plugins oder hat Fruity Loops alles schon, was es gibt? Nee, also ich kauf mir meine Plugins und ich verwende oft Omnisphere. Trillion ist mein Lieblingsplugin. Dann bei Contact 5 gibt es noch verschiedene Libraries, die man kaufen kann. Und Nexus benutze ich gar nicht mehr, aber das sind so meine Favorites. Mhm. Du hast so gesagt, du hast hier von dem Geld, das du jetzt verdient hast, auch Keyboards gekauft. Ja. So, was bringt denn, also was für einen Vorteil hat ein externes Tool gegenüber so einem internen? Ich glaube, bei einem Synthesizer gibt es einfach nochmal Sounds, die es sonst nirgendwo gibt. Plus, man hat so Presets, also die Leute, weißt du, was ein Preset ist? Ja, okay. Also Voreinstellungen. Genau. Da gibt es schon ein Preset und dann kann man den Sound noch rumstellen. Also man kann. Sagen wir, es klingt wie ein Piano, aber man kann noch so einstellen, dass es halt wie ein Bass klingt oder keine Ahnung, wie ein Pad oder so. Und da gibt es noch so exklusive Töne, die man halt nirgendwo hören kann. Und der Sound selber ist auch besser. Wenn man jetzt komplett neu anfängt, irgendwie gerade so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat als Produzent, sollte man sich dann irgendwie ein Keyboard kaufen oder reicht auch ein MIDI-Keyboard und das Geld sollte man lieber in Software investieren? Also ich würde auch mit Software anfangen, mit einem MIDI-Controller und und in Drumkits auch ein bisschen. Mhm. Ja. Worauf in deinen eigenen am besten, ne? Ja, Godzilla und Batman Kit. Haben wir das auch geklärt. Worauf legst du Wert beim Produzieren und wie muss ein guter Beat für dich klingen? Ein guter Beat muss halt erstmal eine krasse Melodie haben. Simple am besten, aber trotzdem krass. Und die Drums müssen einfach knallen. Also der Kopf muss automatisch so machen. Woher holst du deine Inspiration? Ich gucke mir oft andere Produzenten an, wie zum Beispiel 4D oder T-Minus Videos auf YouTube und gucke mir das an und denke, okay, ich muss noch besser werden. Und dann rauche ich eine Shisha und mache ein Beat. Ja. Wie gehst du mit deiner Shisha-Sucht um? Sehr schlimm. Also jetzt zu Hause mache ich noch selber Shisha, noch schlimmer. Also vorher bin ich immer so eine halbe Stunde gefahren zur Shisha-Bar, hab geraucht
und bin wieder nach Hause. Aber jetzt habe ich so gelernt, wie man Shisha macht und ist Aber man vorbei. gewöhnt sich da dran, ne? Ja. So. Und irgendwann, weil du wirst, du automatisierst quasi diesen Prozess, dass du beim Beatbauen Shisha rauchst. Und Ja. irgendwann wirst du auch nicht mehr ohne Shisha Beats Ja, bauen können. So. das stimmt. Muss aufpassen. Also es ist halt, ich muss sagen, vor dem Beat machen, wenn ich keine Shisha habe, dann habe ich auch nicht diesen Reiz zum Beat zu machen. Aber wenn ich, sobald ich das rauche, dann, ich weiß nicht, es motiviert mich. Ist voll komisch, ich kann es nicht erklären. Also ohne da zu tief ins Detail zu gehen, so, aber Nikotin bewirkt ja auch, ne? So diese Glückshormone und dass du dich besser Das fühlst und so. und Die Toilette Toilette ist auch genau. noch, Ja, Toilette auch noch. Wie ja. deine Fans wissen mittlerweile. Ja. Womit vertreibst du dir die Zeit, wenn du jetzt nicht gerade produzierst? Du zockst sehr viel, habe ich gesehen. Ich zock sehr viel, also ich bin ein leidenschaftlicher Gamer. Ich kaufe auch Spiele, die ich einfach kaufe, auch wenn ich sie nie spiele. Und ich habe auch einige Spiele, die halt immer noch in der Folie drin sind. Aber ich bin so halt ein Sammler und ich lasse mich auch davon sehr krass inspirieren. Aber ansonsten, ich zocke gerne, ich gehe gerne Shisha rauchen. Und deine Frau hat dich trotzdem geheiratet, obwohl du ein Gamer bist, Ja, klar. dann muss sie dich sehr lieben. Ne? Ja. Also. Also ich bin jetzt nicht so ein Nerd wie bei Big Bang Theory oder so, aber ich zock sehr viel. Ja. Boah, ja. Sobald ich ein Spiel anmache oder so, weißt du, regt sich meine Freundin voll auf. So, dann bekommt sie zu wenig Aufmerksamkeit und Echt? so und dann gibt's, ja. Okay, nee, ja, Deswegen. bei mir kommt es auch schon so oft so vor. Also nicht so oft, aber kommt auch mal vor, aber dann übertreibe ich schon meine Rolle so. Aber jetzt, wo wir zusammen wohnen, zum ersten Mal, muss ich schon ein bisschen gucken. Aber ich bin ja halt immer nachtaktiv. Sie geht ja normal arbeiten und ich kann dann ausschlafen und dann bin ich halt, zum Teil gehe ich so einschlafen mit ihr, guck, ob sie eingeschlafen ist, dann stehe ich wieder auf und gehe zocken. So halt, ja. Ja, krass. Passt du dich an aktuelle Trends und Hypes an, wenn du produzierst? Ich versuche halt immer mit der Zeit zu gehen, aber ich versuche halt mit dem Trend noch einen neuen Trend zu machen. Also wenn jetzt fünf, jetzt ist ja momentan so diesen Style machen ja die Amis jetzt sehr oft und ich versuche halt mit diesem Style noch was Neues zu machen halt. So. Also Drake und Rihanna haben ja diesen Dancehall-Style so ein bisschen in die Popmusik gebracht. Ja. Und gerade Leute wie Raff oder Bones, die setzen es jetzt in Deutschland sehr krass um. MHD hat diesen Afro-Trap-Style berühmt gemacht. So, das sind jetzt so diese zwei Wege oder diese zwei Genres, die gerade sehr krass Einzug in Rap finden. Wäre das auch was für dich, dass du in die Richtung was produzierst? Oder sagst du so, Dancehall, Afro-Trap kann ich gar nicht? Also das, was Raff macht, ist dann schon zu stark, ja, Dancehall für mich, aber so Workstyle oder Controller von Drake, das habe ich auch gemacht. Also das hat ja auch ein Kumpel von mir produziert und der ist ja auch mit diesem Trend gekommen, normale Trap-Claps zur Benutzung für Dancehall. Und ja, ich habe es auch schon gemacht. Also ich bin da auch schon sehr offen für neue Sachen. Aber das, was Raff macht, ist schon zu... Ist nicht so meine Welt halt. Das heißt also, man kann auch von dir sowas in Zukunft erwarten. Wenn es sich platziert, ja. Aber ich habe, ich muss sagen, ich habe jetzt eine Platzierung. Ich will das nicht jetzt veröffentlichen so, aber ist ein kompletter Popsong. Aber ist halt ein krasser Künstler und da sagt man halt nicht nein. War das eine Auftragsarbeit? Ja. Okay. Ja. Also die haben gesagt, die wollen sowas haben. Die haben mir auch Referenzen geschickt von einem Beat und dann wollten die sowas Ähnliches haben und Was nervt dich am Produzentendasein am meisten und was ist das Schönste daran? boah, Du sagst ja, du also kannst das. ausschlafen, so, das ist ja wahrscheinlich sehr geil, selbstständig zu sein. Ach so, meinst du so halt. Ja, ausschlafen. Ich bin halt mein eigener Chef. Ich kann aufstehen, wann ich will. Ich kann schlafen gehen, wann ich will. Dafür ist es wahrscheinlich sehr hart, an diesen Punkt zu gelangen, an dem du gerade bist, ne? Also davon Genau. als Profi zu arbeiten, ne? Ja, So. also ich habe ja auch da, wo ich mit Toxic noch das Interview hatte, war ich ja normaler Arbeiter. Und ich war ja da schon erfolgreich eigentlich, aber ich habe trotzdem weitergearbeitet. Ich war von 9 Uhr bis 7 Uhr bei der Arbeit, bin nach Hause gekommen, habe einen Beat gemacht von 9 Uhr bis nachts 3 Uhr vielleicht und dann habe ich vielleicht ein paar Stunden geschlafen und dann wieder arbeiten. Also war schon so krasser Hustle, weil wir Schweizer haben sehr unterschiedliche Preise halt in der Schweiz, also so Ja, Wohnungen, Miete ich wollte gerade etc. sagen, ihr seid ja ein extrem teures Land auch. Genau, und da halt wirklich dann von der Musik zu leben, ist schon schwieriger halt als in Deutschland. Also wenn ich jetzt
die Beträge für die Beats bekomme, hier in Deutschland wäre, dann wäre es schon einfacher. Aber ich kann halt nicht die Schweiz verlassen, nur weil ich halt Musiker sein will. Aber deswegen war halt dieser Reiz noch größer, dass ich das schaffe halt. Was ist das Schlimmste daran? Schlimmste ist, man ist durch das, dass ich schlafen kann, wann ich will, essen kann, wann ich will, nimmt man halt zu, man schläft nur, man verpennt den ganzen Tag und man ist halt, ist schwer diszipliniert zu sein. Also ist schwer zu sagen, komm, jetzt mache ich einfach ein Beat. Aber wenn man weiß, okay, Drake macht jetzt Album, dann macht man schon 40 Beats im Monat. Es ist auch wichtig, glaube ich, einfach so einen eigenen Plan zu haben. Also immer zur selben Uhrzeit aufzustehen, immer das Gleiche zu frühstücken oder immer zur selben Uhrzeit zu frühstücken, zur selben Zeit schlafen zu gehen und so. Also Es lass ist dir das mal schwer, gesagt sein. ja. Also ich bin sehr nachtaktiv, ja. Sehr. Ich glaube, du hast es bei Toxic gar nicht erwähnt, zu wie vielen Jahren du überhaupt angefangen hast zu produzieren. Ich glaube, ich habe es erwähnt, aber es war 15 oder 16 Wie Jahre. alt bist du jetzt? 25. Also knapp 10 Jahre. Kannst du mir zum Schluss noch bitte einen kleinen Ausblick auf 2017, vielleicht auch 2018 geben, so? Also was wird man dieses Jahr von dir hören? Ich werde, so wie es aussieht, aber es kann sich halt immer wieder verändern, aber auf dem Bryson Tiller Album sein, Travis Scott Album, G-Eazy Album werde ich wieder. Ganz kurz, da muss ich anknüpfen. Du warst ja letztens irgendwie auf dem Bryson Tiller Konzert. War Bryson Vorgruppe oder was war das? Er war Vorgruppe von Weekend, ja. Vom Weekend, genau. Ich habe das gesehen. Wie fühlt sich das an, Alter? So vor so einer riesen Crowd zu stehen und es wird dein Beat gespielt. Es ist krass. Also ich habe es gar nicht realisiert, weil es war eine Liveband, die Drums gemacht haben und dann höre ich so den Flow. Ich dachte, okay, krass. Und dann sehe ich die Leute alle abgehen und war schon krass. Ist das erste Mal auch gewesen. Wird man da so richtig euphorisch oder bist du es einfach schon gewohnt? Nee, man wird schon, also ich wurde sehr motiviert dann. Ich bin gleich nach Hause und habe nochmal 10 Beats gemacht. Aber man ist schon motivierter und man sieht, okay, also für das mache ich es halt. Also man macht ja die Musik nicht nur fürs Geld, sondern man will auch zu Konzerten gehen und mit den Kumpels sein oder mit seiner Frau und dann sagen, guck, das habe ich gemacht und die Leute feiern das gerade. Wie ist das, was ist das für ein Gefühl, in der Menge zu stehen? Wie jeder andere auch, weißt du, die Zuschauer, die sehr viel Geld dafür bezahlen, aber du hast das produziert so. Also denkst du dir manchmal so, boah, ich wäre jetzt auch gerne so auf der Bühne, ich wäre jetzt auch gerne so berühmt, ich wäre jetzt auch, weißt du, so. Also was fühlst du dabei? Also ich würde nicht gerne wollen, also auf der Bühne sein wollen, weil ist nicht so mein Ding. Aber ich würde schon ein bisschen mehr Anerkennung wollen, weil die Leute gucken mich an, wie ich aussehe und denken, hey, ist der behindert? Aber es war halt mein Song und ist schon krass. Das einzige Negative ist, ich habe kein Geld davon. Also der Rapper verdient ja oder der Sänger. Wir Produzenten haben ja nichts davon. Aber ansonsten ist eigentlich alles toll, so wie es ist. Sehr auf dem Boden geblieben, ne? Sehr, Ja, ne? Macht dich sympathisch auf jeden Fall. danke. Was passiert sonst 2017 noch? Ich glaube, also es kann immer wieder was passieren. Chris Brown Album werde ich auch wahrscheinlich drauf sein. Und ja, ich hoffe, ich bleib so, wie ich bin. So wie ich das jetzt auch gelernt habe, passiert ja sowas relativ spontan. Also, Genau. ne, also es kann sein, dass du morgen auf dem Album bist, vielleicht auch nicht so. Genau. Also ist auch eine gute Sache, man motiviert sich halt, bis wirklich das Album draußen ist. Man sollte einfach nie aufgeben. Aber die Musik ist halt sehr spontan. Es kann auch heißen, du bist auf dem Album und dann hörst du das Album und es ist gar nicht drauf. Und dann sagen die, ah, wir haben es vergessen, du bist nicht drauf. So. Okay. Gibt es Künstler, mit denen du noch zusammenarbeiten möchtest? Ja, Kanye West auf jeden Fall. Kendrick Lamar wäre auch so ein Favorit. Dann ein richtiger Hitsong mit Drake. Und hey, wen gibt's noch? Nicki Minaj, das war's. Was deutsche Acts angeht, gar nicht, gar keinen Bock. Also ich arbeite mit Remo halt immer noch. Wir haben halt zusammen auch angefangen, Musik zu machen. Nebst dem halt mit Shindy und Rin. Mit Rin kommt auch was. Und Bushido halt. Aber ich bekomme auch Anfragen, aber ich muss halt immer so herzlich ablehnen. Weil es dir keinen Spaß macht oder weil du denkst, dass es für deine Karriere vielleicht auch gar nicht förderlich ist? Es ist nicht förderlich, erstens, und auch, ich weiß nicht, ich feiere die Musik nicht. Ich feiere es einfach nicht. Würde sagen, wir beenden das Gespräch erstmal. Also ich habe noch ein paar Fanfragen dabei, die werden wir dir jetzt auch noch gleich stellen. Okay. Und danke auf jeden Fall für deine sehr offene Art, ne?
Und schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ja, wie ihr Ozzys Beats findet. Er wird sich das alles durchlesen, so wie ich ihn kenne. Ja. Ja, liest du dir sowas durch? Ja. Kommentare, ja. Immer? Ja, bei mir ist ja nicht so 1000 Kommentare, sind so vielleicht 50 und dann guck ich mir das an. Ja. Das heißt, es ist eure Chance, ihn direkt zu erreichen. Ansonsten checkt hier die Folge Do or Die ab. Die habe ich euch irgendwo verlinkt. Und yes, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Peace.